Hallo im Küchengarten. Wir sitzen mal wieder im Auto und ja, ihr habt es richtig erraten. Es geht in den Pflanzenmarkt meines Vertrauens. Ich habe eine ellenlange Liste. Wo habe ich denn die? Auf einem Castzettel hinten und vorne, was ich alles brauche für meine Zimmerpflanzen, für die Anzucht. Und ich bin mir fast zu 100% sicher, dass auch die ein oder andere neue Pflanze in meinen Einkaufswagen hüpfen wird. Ich freue mich schon riesig, das ist immer ein totales Highlight für mich. Los geht's, kommt mit! Bin ich also wieder zurück zu Hause nach diesem Kaufrausch. Also mich darf man wirklich nicht alleine in so einen Pflanzenmarkt lassen. Irgendwie muss ich es verhindern, dass mein Mann dieses Video sieht. Naja, nein, alles mit seinem Einverständnis. Er liebt es auch, wenn das Haus grün und bepflanzt ist. Und jetzt gehen wir mal hinein und ich zeige euch, was ich alles gekauft habe. Und da sind wir auch schon. Ich sitze in einem wahren Urwald an Pflanzen, die ich mir heute gegönnt habe. Das ist immer so eine riesige Freude, diese Pracht zu sehen. Und jetzt freue ich mich besonders darauf, dass ich sie auch gut versorge, denn oft kommen sie sehr trocken oder in falschem Substrat aus dem Pflanzenmarkt an. Und es ist für mich dann immer besonders schön, wenn ich mich hier um sie kümmern kann und ihnen einen guten Start in ihr neues Leben bei mir geben kann. Zuerst möchte ich euch aber kurz zeigen, was ich erstanden habe. Hier habe ich eine großartige, also daran konnte ich gar nicht vorbeigehen. Ich habe mir zwar das letzte Mal schon einige Frauenschuh-Orchideen gekauft. Dazu gibt es ja ein eigenes Video von mir, das verlinke ich euch da oben in der Ecke. Aber schaut euch mal diese prächtige Blüte an. So was habe ich ja überhaupt noch nie gesehen. Riesengroß. Die musste ich unbedingt für meine Sammlung haben. Dann habe ich mir hier einen Philodendron gekauft. Der hat mir so toll gefallen, weil die Blätter und die Stängel von so einem satten Burgunderrot sind fast schon ins Violette. Das ist wirklich traumhaft. Der wird zwischen all diesen grünen Blättern meiner Orchideen wirklich toll zur Geltung kommen. Dann habe ich hier noch zwei Orchideen und zwar wieder um meine Leidenschaft zu füttern, die Phalaenopsis-Orchideen. Das ist eine Mini-Phalaenopsis und die hat es mir deswegen so angetan, weil die Blüten absolut speziell ausschauen. Ich zoome euch da mal näher ran. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen mit diesem dunkelvioletten Farbton und dann diese Pünktchen und auch die Form. Sehr speziell. Hat mir super gefallen. Und dann habe ich hier eine Oncidium-Orchidee. Da gibt es ja mehrere verschiedene Arten. Die hat mir so toll gefallen. Die nennt sich Lemon Surprise. Wegen diesem Meer an kleinen Mini-Blüten. Da werde ich dann auch demnächst ein Video drüber machen. Die sind einfach wunderschön und auch sehr pflegeleicht, nur etwas anders als die Phalaenopsis zu pflegen.
Dann habe ich hier zwei Mini-Pflänzchen mitgenommen, die mir einfach wegen ihrer Blattform so gut gefallen haben. Das eine ist eine Orbifolia. Das kenne ich selber noch nicht, da muss ich mich erst schlau machen. Und hier eine Syngonium. Die sind wunderbar. Dafür habe ich dann auch hier gleich so einen Mini-Hydrokulturtopf gekauft. Eine von diesen wird hier reinkommen. Eine andere, da muss ich mir erst noch welche besorgen. Die gebe ich in die Hydrokultur. Da kommen die immer besonders gut. Und hier dieses tolle, riesige Stück ist eine Alocasia. Ich habe nämlich oben bei mir beim Stiegenaufgang einen Bereich, der ziemlich leer ausschaut, und da möchte ich unbedingt dieses riesige Prachtexemplar auch in Hydrokultur hineingeben. Da bin ich auch schon ganz aufgeregt. Über dieses kleine Schmuckstück habe ich mich mittlerweile auch schlau gemacht. Das ist eben eine Calathea Orbifolia. Calatheen habe ich schon und die wird eben wegen den Blättern so gern gekauft. Das verstehe ich absolut, deswegen hat sie mich auch so angesprochen. Sie gedeihen sehr gut im Halbschatten. Sie brauchen aber eine sehr gute Drainage bei ihren Wurzeln, weil sie brauchen es zwar feucht, aber sie neigen auch zu Wurzelfäule. Das heißt, da habe ich mich jetzt entschieden, dass ich diese eben überführen werde in das Hydrokultursystem, in diesen kleinen Topf. Also da wird sie sich sicher super drin machen. Da gibt es ein ganz tolles Video vom Glenn, dem Crazy Plant Boy, darüber, wie man Pflanzen aus organischem in mineralisches Substrat überführt. Das verlinke ich euch gerne in der Ecke. Das ist wirklich ganz toll. Er hat einen super Kanal, er erklärt das alles traumhaft. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne anschauen. Ich habe jetzt hier das Substrat austrocknen lassen, um vorsichtig die Erde von den Wurzeln zu entfernen. Einen besonders intensiven Wurzelballen hat das Ganze eh nicht. Und wenn wir eben so eine Pflanze von organischem Material in mineralisches überführen wollen, ist es wichtig, dass wir vorher so gut wie möglich das ganze organische Material entfernen, damit es nicht zu Fäulnis kommt. Jetzt habe ich mal hier grob und vorsichtig, das Blatt kommt auch noch weg, das Gröbste entfernt und den Rest werde ich jetzt unter dem Wasserhahn vorsichtig abwaschen. So schaut das kleine Pflänzchen mit diesen süßen Wurzeln jetzt gewaschen aus. Jetzt schaue ich mir hier mal diesen Mini-Kubus an, den ich mir gekauft habe. So, da ist schon mal so ein mineralisches Substrat drinnen. Das ist die gleiche Firma, wo ich meine Orchideentöpfe auch davon habe, diese Lechusa-Töpfe, mit denen bin ich sehr zufrieden. Muss ich mir das hier nur kurz zusammenstecken. Hier sieht man den Innentopf und hier ist diese Schnur, die dann, also hier ist das Wasserreservoir, der Topf steht hier so drauf, in diesem Übertopf, und durch die Schnüre wird das Wasser dann nach oben ins Substrat geleitet. Glenn, der Crazy Plant Boy, hat auf seinem YouTube-Kanal gesagt, dass er die Erfahrung gemacht hat. Er hat auch lange dieses Lechusa-Pon-Substrat verwendet. Und er hat die Erfahrung gemacht, dass, weil es sehr fein ist, dass die Pflanzen nicht so gut wachsen. Er hat sich jetzt sein Substrat selbst zusammengemischt. Ich habe noch etwas von diesem Lechusa-Pon
Eben, weil ich es mit den Töpfen meistens dazu bekomme. Aber ich habe mir jetzt so gedacht, ich habe mir hier so Vulkangestein gekauft, recht grobes. Hier seht ihr das, das kriegt man in der Gärtnerei. Und das werde ich jetzt einfach drunter mischen. Hier ist sowieso schon Vulkangestein drinnen, eben feineres. Und so werde ich dieses Substrat etwas vergröbern und aufwerten. Hier bei der Phalaenopsis ist es noch recht interessant, das sieht man schon, also sie schaut tadellos noch aus. Man sieht hier eigentlich durch den durchsichtigen Topf auch schön grüne Wurzeln. Was man sieht, ist, dass das Substrat sehr erdenlastig ist, also sehr dicht, was ja für die Phalaenopsis, gegen die Wurzelfäule gar nicht gut ist. Und wenn man jetzt umdreht, Moment, da muss ich mal schauen, seht ihr das? Dann sieht man hier, dass das hier schon faulig anfängt. Hier ist schon eine faulige Wurzel. Das Substrat hat hier schon zu faulen begonnen. Also hier muss ich wirklich ganz schnell etwas machen und sie möglichst bald umtopfen, damit sich das Ganze nicht stärker ausbreiten kann. Jetzt schauen wir uns noch diese Mini-Phalaenopsis an, die eben schon recht unter Wurzelfäule leidet. Auch hier oben ist es schon recht vermoost, das Substrat. Normalerweise topfe ich nicht um, wenn sie noch so schön blüht, aber man sieht auch hier, dass schon die ersten Knospen abfallen. Und es ist jetzt hier wichtiger, dass ich diese Fäulnis in den Griff bekomme, um die Pflanze selbst zu schützen. Ja, hier sieht man an den Spitzen, ja, überall die rauskommen, da hat schon wirklich die Wurzelfäule begonnen. Ich komme jetzt mal näher ran. Seht ihr das hier? Die Spitzen, die hier rausschauen, sind schon schwarz. Auch hier unten sind sie schwarz. Also da ist die Wurzelfäule am Gang zugange. Jetzt werde ich da, das ist ja fast pure Erde, dieses Substrat. Ist ja ganz schrecklich. Da werde ich jetzt sehr gründlich die gesamte Erde entfernen. Das ist hier das kleine Körbchen, in dem die Orchidee aufgezogen wurde. Das finde ich immer ganz schrecklich, weil da drinnen ist noch einmal ganz dichte Erde, die direkt am Hals der Orchidee ansetzt und hier die Fäule fördert. Und hier sieht man auch schon, das ist ja dieses Teil hier, da ist auch schon Schimmel dran. Die Wurzel ist ganz matschig und nass. Die muss ich unbedingt wegschneiden, damit sich das hier nicht weiter ausbildet und meine Orchidee vernichtet. Und jetzt wasche ich das Ganze noch unter lauwarmem, fließendem Wasser gründlich ab. Jetzt habe ich den Wurzelballen gut abgewaschen und versucht, möglichst viel von diesem Substrat zu entfernen. Und jetzt kann man sehr schön sehen, dass hier bei den Wurzeln wirklich einiges im Argen ist. Das sieht man hier, matschige, abgestorbene, verfaulte Reste hier, wo schon die äußere Haut, die eben für die Wasseraufnahme zuständig ist, schon komplett abgefallen ist. Also da muss ich jetzt großzügig abschneiden und ausschneiden. Und nachher muss ich mir überlegen, ob überhaupt noch genug Wurzelmasse da ist, um es wieder in Substrat zu setzen, oder ob ich sie zuerst in einem Wasserglas wieder aufpäppel.
Geschichte jetzt aus. Ich konnte doch noch einiges erhalten, obwohl ich mir da bei einigen Wurzeln nicht so sicher bin. Aber zu viel wollte ich nicht wegnehmen. Die Hälfte ist es doch geworden. Aber ich möchte die Orchidee gerne in Substrat setzen. Das werde ich jetzt machen. Hier habe ich meine selbstgemischte Mischung. Wenn ihr sehen wollt, wie ich die zusammenmische, verlinke ich euch gerne das Video. Jetzt werde ich das Substrat gut tauchen, damit es schön feucht ist und die Orchidee mal eine Woche lang gut versorgt. Und dann habe ich dieser Pflanze auch etwas Gutes getan. Von Herzen möchte ich mich bei der lieben Ingrid bedanken. Sie hat mir ein wunderbares Paket geschickt mit herrlichen, selbst geernteten Tomatensamen. Und auch zwei Paprika sind dabei. Ich habe mich riesig gefreut und all diese Sorten werden dieses Jahr bei mir im Küchengarten angebaut werden. Es kommt genau richtig, weil ich mit meiner Tomatenanzucht noch nicht begonnen habe. Das kommt diese Woche dran. Liebe Ingrid, von Herzen Dankeschön. Es war wunderschön, dass ihr mir heute auch wieder zugeschaut habt. Ich bedanke mich herzlich. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit und ich hoffe, dass wir uns auch nächsten Mittwoch wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!